ist hier Gefahr im Verzug? Bereits seit mehreren Tagen droht am Kinderspielplatz im Mehrgenerationenpark in einem großen Baum ein schwerer Ast nach einem Astbruch herabzustürzen. Pragmatische Lösung der Stadtverwaltung war das Einrichten einer Sicherheitszone mittels eines rot-weißen Flatterbandes. Ob diese Sicherungsmaßnahme wirklich verhindern kann, dass Kleinkinder in einem unbewachten Augenblick in diesen Bereich hereinlaufen und dann von diesem herabstürzenden Ast erschlagen werden, wagen wir zu bezweifeln.